Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Thomas Sixt's Headcam Cooking, powered by Peperita TV. Wir machen heute das Hollandaise-Experiment. Und zwar möchte ich das einmal ganz kurz zeigen. Ich habe hier eine Butter vorbereitet, eine braune Butter, eine leicht gebräunte Butter. Das heißt, ich habe ungefähr 220 Gramm Butter klein geschnitten und dann hier erhitzt, bis sich die Molke sozusagen absetzt, zu bräunen beginnt. Und dann kann man hier die reine Butter dann oben sozusagen abschöpfen und verwenden. Und dann habe ich noch eine zweite Sache gemacht, die hat man hier mal in den Backofen bei 80 Grad diese Schlagschüssel hineingegeben. Und da möchte ich jetzt heute mal probieren, ob das reicht zum Aufschlagen einer Hollandaise. Und das werden wir jetzt auch gleich einmal checken, ob das geht. Dann machen wir den Laden einmal zu da. Dann tun wir uns zwei Eigelbe herrichten, die trennen wir. So, zack, wunderbar. Die geben wir da gleich rein. Und noch eins. So, zack. Tun das Ganze da gleich Vollgas rühren. Geben dann von unserer Gemüsereduktion da was dazu. Bisschen mehr. Ein Spritzer Zitronensaft. Ja, die Temperatur schaut nicht schlecht aus. Und jetzt anders wie bei der Hollandaise, die wir am Herd aufschlagen, gehe ich da jetzt ganz einfach her und gebe von der wirklich heißen Butter dazu. Die Temperatur ist eine Spur zu hoch jetzt noch, weil die wirklich knallheiß war. Es bindet aber trotzdem schön. Nehmen wir da mal ein bisschen mit Salz und ein Pfeffer nachhelfen. So. Ein Hauch Chili macht sich auch immer gut. So. Das ist gut, geht, kann es weitergehen.
So. Temperatur ist jetzt nicht mehr heiß, eher gut warm. So. Und jetzt möchte ich mir das Ganze mal anschauen, wie das geworden ist. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ist nicht geronnen, hat eine richtig schöne Konsistenz. Und ich gehe jetzt einmal prinzipiell davon aus, dass man die jetzt auch einige Minuten bei 70 Grad in den Backofen geben könnte. Die würde sich nicht mehr trennen. Das probieren wir jetzt aber aus. Ich muss jetzt einmal probieren. Schauen wir mal. Schmeckt großartig. Ich möchte jetzt einmal die Hollandaise so aufgeschlagen mal in den Ofen stellen und schauen, was passiert. So, und in 10 Minuten circa komme ich zurück, dann schauen wir uns das Ergebnis an. Das Hollandaise-Experiment. Danke, bis gleich, ciao. So, meine lieben Freunde, zurück beim Hollandaise-Experiment. Die 10 Minuten sind jetzt gleich rum, der Backofen läutet gleich. Und deshalb schauen wir mal, was aus unserer Hollandaise geworden ist. Ob sie sich getrennt hat, ob sie stabil geblieben ist, wir werden es gleich sehen. So, das sind nur 16 Sekunden. Wir werden jetzt trotzdem einmal einen Vorstoß gleich wagen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 70 Grad. Bei 70 Grad haben wir es drinnen gehabt, die Hollandaise. Jetzt nehmen wir es einmal raus, schauen wir es uns an. Naja, das kann sich sehen lassen. Das ist noch recht angenehm stabil, würde ich sagen. Eine kleine Haut hat sich gebildet. Das tut sie natürlich. Wir können es jetzt noch einmal aufschlagen. Genau, das ist gut. Gefällt mir sehr gut, ja. Ich hoffe, ihr seht es. Jawohl. So, das ist genug. So, das ist gut warm mit 70 Grad, man glaubt es ja gar nicht. So, und dann kann man die Hollandaise hier jetzt zum Spargel, zum Kartoffel, zu ähnlichem servieren. Großartige Konsistenz, schaut es euch an. Am besten natürlich immer auf einem warmen Teller servieren, damit die Hollandaise auch noch warm ist am Tisch dann. Also, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal mit der Hollandaise. Danke, Servus. Sag nochmal, wie hat sie geschmeckt? Fantastisch.